So, hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen Jehoshua, unseres Elohims, unseres Gottes. Und ich möchte heute was mit euch teilen, was mir jetzt schon irgendwie seit einiger Zeit, seit einigen Wochen immer mehr auf dem Herzen liegt. Und ich möchte heute über die Gefahren sprechen, über die Gefahren des Lebens. Ich glaube, ihr alle habt euch schon mal in irgendeiner Gefahrensituation befunden. Es gibt viele Arten von Gefahren und gerade in dieser Zeit mit Corona merken wir immer mehr, ja, wie wir auf der Hut sind, alle passen auf. Wir tragen Maske, wir müssen unsere Hände ständig waschen, unsere Hände desinfizieren. Wenn wir Menschen treffen, haben wir schon vielleicht in den Gedanken, ja, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht infiziere. Ist diese Person vielleicht krank oder nicht? Abgesehen davon gibt es auch viele andere Sachen, die uns eventuell bedrücken. Wir sehen die Nachrichten an, wir hören von Anschlägen, Klimaerwärmung und so weiter. Und nicht nur jetzt die, gemeint sind jetzt auch nicht nur die globalen Gefahren, von denen ich spreche und von denen man zurzeit auch immer mehr hört, aber es gibt auch Gefahren, mit denen jeder persönlich im Leben zu kämpfen hat. Auch jetzt in dieser Zeit. Manche Leute haben mit finanziellen Gefahrenlagen zu kämpfen. Sie können nicht mehr über so viele finanzielle Mittel verfügen, wie vielleicht vorher, weil sie jetzt in Kurzarbeit sind. Manche Leute haben mit Krankheit zu kämpfen, jetzt nicht nur Corona, aber mit allen möglichen Arten von Krankheiten, auch beispielsweise psychischen Krankheiten. Es gibt viele Arten von Gefahren, die im Leben lauern. Und ich habe da auch so ein Bild vor Augen, und zwar, ich weiß nicht, wer schon mal im Gebirge war. Da gibt es so etwas, das heißt Gratwanderung. Du wanderst entlang auf einem schmalen Grat und links geht's runter und rechts geht's runter. Das heißt, du musst aufpassen, wo du deinen Fuß hinsetzt, weil du könntest runterfallen. Und so sehe ich auch dieses Leben. Diese Botschaft ist sowohl für Leute, die Christen sind und die sagen, ich habe Jesus Joshua in meinem Leben angenommen. Es ist aber auch für alle Menschen, weil jeder Mensch in seinem Leben gewissen Arten von Gefahren ausgesetzt ist. Das beginnt schon bei der Geburt. Du weißt selber nicht, bist dir zwar nicht bewusst, aber du weißt nicht, ob du auf die Welt kommst oder nicht. Deine Mutter weiß nicht, ob sie nach der Geburt noch am Leben ist oder ob ihr Kind gesund auf die Welt kommt. Du weißt nicht, ob du vielleicht vor der Geburt schon abgetrieben wirst. Also du bist als Mensch ständig von Anfang bis zum Ende von Gefahren umgeben. Und das ist mir in der letzten Zeit immer mehr bewusst geworden mit diesem Corona. So, auch die Bibel spricht von Gefahren. Es gibt nämlich, vielleicht können wir da irgendwann mal drauf eingehen, aber es gibt unterschiedliche Arten von Gefahren. Es gibt zum Beispiel geistliche, seelische und körperliche Gefahren. Ja, die Gefahren, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind hauptsächlich physische Gefahren. Ja, es gibt aber auch seelische Gefahren. Zum Beispiel
wenn jemand sehr verletzt wird durch den Verlust eines Menschen oder wenn jemand von einem Menschen beispielsweise misshandelt wird oder verlassen wird. Das sind auch seelische Gefahren oder Schmerzen, die Löcher in der Seele hinterlassen, die Mangel leiden lassen in der Seele. Und es gibt auch geistliche Gefahren. Die geistlichen Gefahren sind auch sehr schlimm. Man sieht sie nicht. Es ist nicht wie, wenn du jetzt hinfällst und dir das Knie aufschlägst oder den Arm brichst, sondern geistliche Gefahren haben beispielsweise zu tun mit Hexerei oder wenn jemand, wenn du beispielsweise von jemandem manipuliert wirst, wenn dein Geist geschädigt wird, wenn du beispielsweise falsche Dinge in dich reinlässt, falsche Lehren aufnimmst oder so okkulte Sachen, das sind geistliche Gefahren. Ich möchte jetzt auch auf das Wort Elohims, auf das Wort unseres Herrn Jesus Christus, Yoshua Mashiach, zu sprechen kommen. Ich möchte darauf zu sprechen kommen, dass auch in der Bibel von Gefahren gesprochen wird. Gefahren, die alle Menschen betreffen, die aber im Besonderen auch die Kinder Elohims betreffen. Beispielsweise Paulus hat oft von Gefahr gesprochen. Und da habe ich was gefunden. Also er wird ja als ein sehr großer Apostel anerkannt und jemand, der gewaltige Offenbarungen hatte. Man könnte sich denken, na ja, also der war ja unangefochten, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ich lese mal beispielsweise 2. Korinther 11, ab Vers 25. Da sagt der Paulus: Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Das ist jetzt die Sorge um alle Gemeinden, ist jemande, die Sorge von jemandem, der auch Verantwortung in der Christenheit halt übernimmt. Aber man kann das auch wiederum auf sich persönlich beziehen. Man ist ja nicht nur in Sorge um sich selbst, man ist auch in Sorge beispielsweise um seine Familie, um diejenigen, die einen umgeben, weil auch diejenigen sind ständig der Gefahr ausgesetzt. Und diese Gefahren, die hier der Apostel Paulus erleidet, er schreibt es auch, ist gut, dass er das geschrieben hat, damit alle sehen, jemand, der beispielsweise jetzt zum Glauben gekommen ist, ist auch Gefahren ausgesetzt. Genauso wie jemand, der nicht zum Glauben gekommen ist. Und trotzdem gibt es wiederum einen Unterschied. Weil jemand, der nicht zum lebendigen Glauben an Yoshua Mashiach, an den Messias Jesus Christus gekommen ist, der macht vielleicht hier Halt. Für ihn ist es hier Schluss. Das Leben ist pessimistisch anzusehen.
Man geht mit viel Argwohn, viel Zweifel durch die Welt. Man sieht hinter jedem Busch Gefahr lauern. Aber nein, wir dürfen auch als Christen nicht da aufhören. Und ich sage jetzt euch, die ihr vielleicht Jesus noch nicht kennt, es geht immer weiter. Der Herr ist treu und er stärkt uns auch immer weiter. Und ich schlage jetzt auch mal auf Lukas 8, Vers 22 bis 25. Da wird auch von Gefahr gesprochen. Diese Stelle kennen die meisten Leute, selbst die keine Christen sind, haben auch schon gehört von der Geschichte, wo Jesus oder genau von dem Bericht, in dem Jesus mit seinen Jüngern im Boot war. Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, er und seine Jünger. Und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Sie traten aber dazu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers und sie legten sich und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen? An dieser Stelle steht ganz klar drinnen, dass die Jünger in Gefahr waren. Sie waren sogar in Lebensgefahr. Jedoch, er hat ihnen gezeigt, dass er, Josua, Herr ist über Wind und Wogen und Wasser. Josua spricht auch an anderer Stelle ganz viel von Gefahren. Und zwar im Matthäus 10. Und er gibt aber im Matthäus 10 gleicherweise auch einen Ratschlag, wenn er zu seinen Jüngern spricht. Es gilt jetzt für seine Jünger. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Also, Joshua gibt hier einen ganz klaren Rat. Man muss auf dieser Welt klug sein oder klug werden. Um hier ist das andere Wort einfältig wie die Tauben. Man kann auch sagen arglos wie die Tauben. Und ich habe mal nachgeguckt, was im Griechischen dieses Wort wirklich bedeutet. Und dieses Wort bedeutet im Griechischen ohne Trug. Also dieses einfältig oder arglos, das heißt, es ist kein Betrug in dir, es ist kein fremdes Material in dir. Das bedeutet dieses Wort. Wir sollen arglos sein wie die Tauben, natürlich klug wie die Schlangen, aber vor allem arglos wie die Tauben. Und jetzt sind wir beim springenden Punkt, weil in dem Moment, wo sich fremdes Material in dir befindet, irgendwelche Falschheit, kannst du nicht mehr arglos sein. Was ist arglos? Arglos ist das, was Joshua an den Kindern so geliebt hat. Eine gewisse Art von Reinheit,
Naivität, so dass man einfach vertrauensvoll sein kann. Vertrauensvoll. Nichts Falsches in uns ist. Und das ist der springende Punkt. Nichts Falsches in uns. Und jetzt sind wir bei der Gefahr, bei der weitaus größeren Gefahr, die für uns im Leben schlummert. Und zwar spricht auch Joshua weiterhin in Matthäus 10 von dieser Gefahr. Es gibt nämlich eine Gefahr, die ist noch viel größer, als wenn man sich wehtut, verletzt, als wenn man sogar stirbt, als wenn man sein Geld verliert, als wenn man geliebte Menschen verliert. Und das steht in Matthäus 10, Vers 28. Und da steht drin, und fürchtet euch nicht vor denen, also vor Menschen oder finsteren Mächten, meint er, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben mag, in der Gehenna. Die Gehenna war früher bei Jerusalem ein Platz, an dem tote Tiere oder Abfall verbrannt wurde. Man kann dazu auch sagen, die Gehenna des Feuers. Der Luther hat es mit Hölle übersetzt. Es gibt also eine Gefahr, die ist weitaus größer, und das sagt er selbst, Joshua. Er ist Gott, er ist Elohim. Und er sagt, diese Gefahr ist noch größer für uns Menschen. Und daran müssen wir auch denken, wenn wir uns vor vielen Sachen fürchten. Wir müssen daran denken, dass es eine noch größere Gefahr gibt. Und es ist auch in mehreren Bibelstellen erwähnt. Beispielsweise, wenn man in Sprüche 5 zum Beispiel geht, da ist diese Gefahr der Sünde, die ja im Endeffekt zu dieser Gehenna, zu dieser Hölle führt, ist genannt. Beispielsweise wird da diese Gefahr des Ehebruchs erwähnt. Da steht erwähnt, ich möchte jetzt das nicht alles lesen, ich sage es euch nur jetzt sinngemäß. Da steht, von der fremden oder ehebrecherischen Frau, denn Honig träufeln die Lippen der Fremden, und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod. Auf den Scheol halten ihre Schritte zu. Der Scheol ist das Totenreich. Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst, sind unstet ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Also, wir müssen uns auch vor dieser Gefahr hüten. Und es gibt nur eine Lösung. Und die Lösung heißt Jehoshua Mashiach, weil er für uns ans Kreuz gegangen ist und weil er diese Sünden von uns genommen hat. Und diese gewisse Art von Sündhaftigkeit, die jedem Menschen anhaftet, ist nach wie vor da. Das Verlangen oder die Begierde, gewisse Arten von schlechten Sachen zu unternehmen. Aber Jehoshua gibt jemandem, der ihm sein Leben gegeben hat, immer wieder Kraft. Er reißt ihn raus aus dem Strömen. Er reißt ihn raus aus dem Feuer. Er hilft uns auch weiter. Er hilft uns, wenn wir uns keinen Ausweg mehr sehen.
Wir denken vielleicht am Abend, wie soll's morgen weitergehen? In der Früh stehen wir auf und haben neue Kraft. Und Paulus sagt das auch. Und zwar, Moment, schau jetzt mal in 1. Korinther. 1. Korinther müsste das sein. Hier. Vers 11. Da sagt Paulus, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Jetzt kommt's. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie auskehrig der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Und trotzdem ist er stolz, zu Jehoschua zu gehören. Das heißt, er gibt sich diesen Gefahren nicht hin, er lässt sich trotzdem nicht unterkriegen, er steht immer wieder auf. Er sagt, okay, ich bin gedemütigt worden, aber ich stehe wieder auf in der Kraft Jehoschua Maschias. Ich mache weiter. Es muss weitergehen, weil er ist Sieger. Und es gibt eine ganz, ganz schöne Stelle im Jesaja 43, das heißt im Alten Bund. Und das ist ein Vers, das ist vielleicht einer der ersten Verse, die ich kennengelernt habe, vielleicht als ich zum Glauben kam. Und er ist einfach richtig schön und mit dem möchte ich auch abschließen. Und zwar Jesaja 43. Ich lese ab Vers 1. Aber jetzt, so spricht Jahwe, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, da kannst du auch deinen Namen einsetzen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin Jahwe, dein Elohim. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Liebe Leute, wir müssen uns sicher sein, dass wir bei Jahwe sind, dass wir bei Jehoshua sind. Und wenn wir vom Weg abkommen, weil wir untreu geworden sind oder weil wir ihn vielleicht noch nie gekannt haben und noch nie seinem Weg gefolgt sind, dann müssen wir ihn einfach bitten, dass er in unser Leben kommt, dass er wieder in unser Leben kommt. Und dass er bei uns ist und uns schützt. Im Psalm steht, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und keine Gefahr, weder der Pfeil, der am Tag fliegt, noch die Pest, die im Finstern schleicht, wird dich und mich berühren können. Vielleicht antasten, aber die Heilung, die seelische Heilung, die körperliche Heilung und die geistliche Heilung liegt allein bei unserem Elohim. Und wir werden mit ihm durch Gefahren gehen, auch wenn wir zittern, auch wenn wir Angst haben, auch wenn wir hinfahren. Und wir wollen mit ihm weitergehen, damit wir in sein ewiges Reich kommen, in seine ewige Stadt,
ins himmlische Jerusalem. Und dann werden wir uns für immer mit ihm freuen und nie wieder an die Gehenna, an das Totenreich, an den Hades und all die schlimmen Dinge, die auf der Erde passiert ist, denken. Danke fürs Zuhören. Der Herr segne euch reichlich. Amen.